Dann begrüße ich dich ganz herzlich, Birgit Rauchfuß. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen und mehr über Perfetti zu erfahren. Aber lass uns erstmal dich näher kennenlernen. Wer ist Birgit Rauchfuß? Ja, ich bin Ergotherapeutin seit jetzt fast 30 Jahren und habe meine ersten Erfahrungen in einem Seniorenheim gesammelt und bin dann in ein Krankenhaus gewechselt und jetzt seit 24 Jahren selbstständig und habe 1995 das Therapiekonzept von Professor Perfetti kennengelernt, habe da meinen ersten Kurs besucht. Es hat mich in der Ausschreibung schon sehr angesprochen und bin dann nach Hannover gefahren und habe dort meinen ersten Kurs gemacht. Und war eigentlich dann sofort auch begeistert und habe mich dann auch weitergebildet, habe relativ viele Kurse besucht, habe an verschiedenen Einrichtungen hospitiert, in einer Klinik in der Schweiz. Ich war sehr, sehr häufig bei Professor Perfetti auch in dem Studienzentrum. Das gibt es in Norditalien. Bin auch mit Patienten dort gewesen, um auch sehr viel zu lernen. Wie behandeln die anderen Kollegen die Patienten? Was kann ich auch noch lernen? Was kann ich in meiner Therapie verbessern? Und bin 2010 auch für 3 Monate nach Italien gegangen, um dort zu hospitieren, um mich weiterzubilden und einfach weiterzulernen. Sehr spannend. Ist das richtig, wenn ich sage, du bist Ergotherapeutin aus Herzblut? Total. Ich habe meine Berufswahl noch nie bereut. Ich finde, das ist so ein toller und so ein spannender, so ein abwechslungsreicher Beruf, wo wir auch viel bewegen können und sehr viel überlegen können, aber auch müssen für Patienten, ne, wo man nicht sagt, okay, ich mache jetzt immer das Gleiche, weil wir Menschen sind alle unterschiedlich, die Krankheitsbilder sind unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich und auch das Befinden ist sehr unterschiedlich und trotzdem kann man einfach super kreativ und arbeiten und auch wirklich was bewegen. Ja, danke. Dann lass uns doch mal ein bisschen näher noch auf Perfetti schauen. Gerade für diejenigen, die das noch nie gehört haben oder noch keine Berührungspunkte damit hatten, was ist das eigentlich genau? Das ist ein Therapiekonzept, was Professor Perfetti, es war Neurologe in Italien, entwickelt hat, schon in den 1970er Jahren. Und er hatte immer die Vision, oder eigentlich hat er angefangen, weil er unzufrieden war mit dem, was in der Therapie als Ergebnis war, was er so gesehen hatte. Und hat überlegt, warum ist der Hemiplegiker, also er hat das Konzept ursprünglich auch für Hemiplegiker entwickelt, hat gesagt, okay, warum ist das Ergebnis der Therapie so schlecht zum Teil? Und hat angefangen zu gucken, warum zeigen die Patienten die Pathologie, die sie zeigen. Also häufig der hemiplegische Arm oder das typische Gangbild. Und hat versucht zu verstehen, was bedeutet diese Pathologie, die die Patienten zeigen und welche Übungen können helfen, damit der Patient entgegenwirken kann. Also damit der Patient lernen kann, diese Pathologie auch zu überwinden und zu verändern, weil er schon ganz früh erkannt hat, Bewegung ohne Wahrnehmung funktioniert nicht. Also wenn die Bewegung nicht gut funktioniert, kann ich die nicht nur einfach durch die Bewegung verbessern, sondern zu der Bewegung gehört immer die Wahrnehmung. Und hat dieses Konzept, das heißt auch nur in Deutschland eigentlich Perfetti, überall heißt es kognitiv-therapeutische Übung oder neurokognitive Rehabilitation,
hat dann eben diese Übung entwickelt mit diesem sehr hohen kognitiven Anspruch, mit dieser kognitiven Aufgabe für den Patienten, um herauszufinden, wie kann der Patient oder welche Übung muss ich durchführen, welche Aufgaben muss ich dem Patienten stellen, damit er Einfluss nehmen kann auf seine Pathologie. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Er hat es, wie gesagt, ja erstmal für Hemiplegiker entwickelt. Mittlerweile wird es bei orthopädischen Patienten also erfolgreich eingesetzt, bei Handpatienten, bei Schmerzpatienten, sogar in der Kindertherapie gibt es Kollegen, die sich da, ich sag mal so, reingefuchst haben und die sehr viel Erfahrung haben und dieses Konzept eben dann auch in die Kindertherapie integrieren und implementiert haben. Das klingt unglaublich praxisnah, sehr spannend. Jetzt bietest du ja in vielfältiger Art und Weise Fort- Weiterbildungen an in dem Bereich und gibst dein Wissen weiter, so auch für die ZM Academy. Da wird es 2 Tage dazu geben. Was erwartet uns denn dort? Also es wird, wir starten immer mit einem kurzen theoretischen Teil, um Perfetti vorzustellen, auch seine Beweggründe oder seine ersten Visionen. Und dann zeige ich anhand einer einfachen Übung, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten, was die besonderen Merkmale sind der Übung und auch des Therapiekonzeptes. Dann gibt es noch ein paar theoretische Aspekte, nämlich die Basisprinzipien, auf denen das Konzept beruht, auch wie Perfetti die Pathologie des Patienten definiert. Viele kennen ja die Pathologie unter dem Begriff Spastik. Und er hat das in 4 Symptomkomplexe aufgeteilt und gesagt, die Spastik kann man nicht nur einfach als Spastik bezeichnen, sondern hat gesagt, es gibt 4 einzelne Symptome. Und wenn man die gut versteht und auch ein bisschen so auseinanderdröselt, dann kann man anhand dessen auch die Übungen besser wählen und sagen, okay, mit welchen Übungen fange ich an? Mit welchen Informationen die der Patient verarbeiten muss? Wie viel Unterstützung gebe ich? Welche Therapiemittel setze ich an sich auch ein? Und das ist so ein bisschen der erste Tag. Und dann kommt auch noch immer in der Regel ein Patient, an dem ich zeige, wie mache ich eine Befundaufnahme, welche Übung würde ich vorschlagen. Und am zweiten Tag starten wir relativ praktisch, dass die Übungen vorgestellt werden, die verschiedenen Übungsmöglichkeiten, die verschiedenen Übungsmittel. Ich bringe relativ viele Therapiemittel mit, die alle ausprobieren können. Und dadurch wird das einfach auch sehr praktisch, um selber zu merken, wie einfach manchmal eine Übung aussieht und wie schwierig sie letztendlich auch ist, auch dann für Patienten, um dann noch so einen Transfer hinzukriegen. Und dann kommen die in der Regel am zweiten Tag auch nochmal, entweder der gleiche Patient oder ein anderer Patient, wo ich dann einfach nochmal so eine Vertiefung zeige, welche Übungen würden wir vorschlagen und ich zeige dann, wie ich auch therapeutisch vorgehe, so dass man wirklich so ein Basiswissen bekommt und auch einen guten Start, mit dem man auch echt anfangen kann. Auch mit welchen einfachen Therapiemitteln man arbeiten kann. Also es muss nicht immer super kompliziert sein, sondern man kann auch mit sehr einfachen Mitteln arbeiten. Wir Genau. freuen uns sehr, dich in der ZM Academy haben zu dürfen und ja, von deinem Wissen profitieren zu können. Ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit und auch für dein Engagement, Gerne. Herzblut und die Qualität, die du Danke. bringst. Alles klar. Dankeschön. Ich freue mich auch.